Sie verteidigen sozusagen Kids Ventures? Nein, vertrete ich nicht. Ich vertrete den angeklagten Anwalt, den mitangeklagten Anwalt, der da nur so nebenbei hineingerutscht ist. Das war Treuhänder, der einfach die Gesellschaftsanteile gehalten hat. Da geht es um einen Streit mit einem Honorar, mit einem österreichischen Anwalt. Der bekennt sich nicht schuldig. Ganz einfach, weil da nichts dahinter ist. Dieser österreichische Anwalt wird offenbar auch nicht auftauchen hier, der will nichts aussagen, sagt, er ist an die anwaltliche Verschwiegenheit verbunden, obwohl er vorher eine Strafanzeige eingebracht hat gegen meine Mandanten. Nachdem Kids Venture den sein Honorar bezahlt hat, zieht alles zurück. Man wird sehen, wie das dann für meine Mandanten wirkt im Strafverfahren, was der Richter dazu sagt. Verzeihung. Wovon gehen Sie aus, was wird heute voraussichtlich passieren im Verfahren? Worauf können wir uns gefasst machen? Also ich gehe mal davon aus, dass einmal grundsätzlich der Staatsanwalt seinen Anfangsplädoyer halte, doch wir als Verteidiger, dann werden wohl die ersten Angeklagten einvernommen werden, aber zu Zeugeneinvernahmen wird es heute sicher nicht kommen. Aber im Prinzip geht es schon um den Fall von 2016, wo Anleger angeblich um ihr Vermögen gebracht worden sind, was ja inzwischen, glaube ich, 2020 dann auch zurückgezahlt wurde. Genau so ist es. Also in diesem Verfahren geht es grundsätzlich darum. Es gibt aber mehrere Punkte der Anklage. Ein Punkt der Anklage ist eben genau das, nämlich diese angeblich betrügerischen Handlungen gegen Investoren, die investiert haben ihr Geld. Bei meinem Mandanten geht es darum, dass er angeblich einem österreichischen Anwalt bestätigt hat, dass Honorar gezahlt wird seitens Kids Venture, was da nicht passiert ist, und so ist er da hineingerutscht. Also in diesem Sinne eher eine Frage von Regeln, die jetzt abgeklärt werden. Es wird keine großen Überraschungen geben, voraussichtlich heute. Genau so ist es, davon gehe ich nicht aus.